Am 13. November lädt uns Blizzard um 19 Uhr zu einer besonderen Präsentation ein, um das 30-jährige Jubiläum von Warcraft zu feiern und gleichzeitig einen spannenden Ausblick auf die Zukunft zu geben. Diese besondere Präsentation klingt vielversprechend, doch was dürfen wir als World of Warcraft-Spieler erwarten? Dieses Event ist die diesjährige Alternative zur BlizzCon und richtet sich an Fans des gesamten Warcraft-Universums. Die Übertragung findet auf Twitch, YouTube und TikTok statt und hält Überraschungen für alle Fans bereit, ob Hearthstone-Spieler, Warcraft-Rumble-Strategen oder Veteranen, die mit Warcraft Orcs and Humans das erste Mal Azeroth betreten haben. Die Jubiläumsübertragung verspricht epische Momente, die ihr nicht verpassen wollt, so Blizzard in seinem offiziellen Blue Post. Was können wir erwarten? Was genau Blizzard zeigen wird, bleibt vorerst unklar. Fest steht aber, dass China bald neue Hardcore- und Classic-Era-Server bekommen wird, nachdem WoW dort im Januar 2023 abgeschaltet und Anfang 2024 wieder eingeführt wurde. Auch für die EU und die USA wird über frische Hardcore- und Era-Server spekuliert, die am 13. November angekündigt werden könnten. Diese Classic-Server wären zwar ein Gewinn, doch sprechen sie natürlich nicht jeden damit an. Noch interessanter könnte eine Ankündigung zu Mists of Pandaria sein, das als Nachfolger von Cataclysm bereits heiß erwartet wird. Außerdem sind Details zu Phase 6 der Season of Discovery oder zum weiteren Zeitplan denkbar. Viele SOD-Spieler fragen sich, was nach Naxxramas kommt. Es gibt Spekulationen über zusätzliche Raids, etwa das angedeutete Scharlachrote Kloster oder Karazhan. Ob es dazu jedoch schon am 13. November Informationen geben wird, bleibt abzuwarten. Kommt Classic Plus? Eine mögliche Ankündigung zu Classic Plus wäre eine Sensation. Doch da Season of Discovery noch mindestens zwei Phasen hat, dürfte dies unwahrscheinlich sein. Eine solche Ankündigung wird wohl erst nach Abschluss der Season oder auf der nächsten BlizzCon folgen. Ein weiteres heißes Thema sind die sogenannten Classic Progression Server, die Classic, TBC und WoTLK in festen Zyklen nacheinander durchlaufen und deren Charaktere am Ende auf speziellen Era-Server landen. Persönlich fände ich solche Server sehr spannend, vor allem TBC, das für mich das beste Addon war, würde ich gerne noch einmal eine Scherben mit erleben. Und nun die Frage an euch, worauf freut ihr euch am meisten und was glaubt ihr, wird uns am 13. November in der Live-Übertragung erwarten?